Arnold, der Mietvertrag zwischen Kronbeck und Hollatz ist keine 24 Stunden. Das hat die Analyse der Tinte eindeutig ergeben. Und hat also Kronbeck den Mietvertrag erst nach dem Brand abgeschlossen? Ja, zwar mit sich selbst. Die beiden Unterschriften stammen von einer und derselben Hand. Also sind Kronbeck und Hollatz identisch? Ja, so ist es. Mein lieber Mann. Deswegen konnten wir Hollatz nicht finden. Schellkopf klaut die Blanko-Formulare und Kronbeck verscheuert sie. Zur Tarnung reist Kronbeck unter dem Namen Hollatz. Du, ich hab den Murat drüben vom Café Bosporus. Ich fertige den eben schnell mal nach. Ja. Du, Arnold. Ja? Sag ihm, dass die ganze Sache für uns erledigt ist, dass wir die ganze Angelegenheit der Ausländerpolizei übergeben. Warum denn das? Mach schon, ich komme gleich rüber. Ist gut. So, er ist raus. Was nun? Hör mal zu, Arnold. Schellkopf klaut die Dinger und Kronbeck verscheuert sie. Na, das ist ja klar. Aber da fehlt noch einer, nämlich der, der die Dinger fälscht. Und das ist der Wichtigste. Dann lass uns doch Kronbeck mal ausquetschen. Nee, der sagt nichts. Wir machen das anders. Wie heißt denn der Kollege vom Rauschgiftdezernat, dieser Grieche? Vor ungefähr einem Jahr hat er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Gastritis. Richtig, Gastritis. Gastritis. Stratitis. So heißt er, Konstantinos Stratitis. Hab ich doch gesagt. Hast du... Also, den mache ich jetzt zum Gastarbeiter.